Marshal Traherne, ich bin Efut, Verbindungsoffizier der Wachsamen. Die Löwengarde räumt einige Straßen, aber das innere Hoftor ist blockiert. Meine Abteiforscher haben einen biomantischen Belagerungskondensator hergeschafft. Unsere Mystiker arbeiten schon eine Weile daran. Er sollte nützlich sein. Von der Maschine habe ich gehört. Unsere Agenten haben eine Blaupause gestohlen. Die bizarre Telemetrie war uns zu hoch. Ist das ein funktionierender Prototyp? Natürlich. Nichts übertrifft die Intelligenz der Abtei. Leider ist es ein transportables Modell. Ihm fehlt also die Kraft, ein blockiertes Tor zu durchschlagen. Was wäre, wenn wir den Kondensator irgendwie verstärken würden? Schlau. Die Signaltürme nutzen magische Tafeln, um die Helligkeit zu erhöhen. Wenn wir die Richtung der Tafeln umkehren und die Verzauberung anpassen, könnten wir den Strahl verstärken. Das ist improvisiert, abgefahren und durchgedreht. Aber es könnte funktionieren. Aber zwischen uns und dem Signalturm sind viel zu viele Untote. Überlass das mir. Die Wachsamen mögen euren vivimatischen Keuchberechner nicht verstehen, aber vom Untotentöten wissen wir einiges. Dann haben wir einen Plan. Kommandeur Efut, Abmarsch! Eure Recken zeigen euch den Weg. Ich finde das irgendwie seltsam. Asura bei den Wachsamen, aber Lenorn bei der Abtei. Agent Sund, schafft das Abteigerät zu den Einführungen. Die Barrikade muss fallen. Ist das, was ich will? Wie haben Sie die Winkel verdichtet? Oh, start es nicht an, stöpsel das ein. Ich bin unterwegs, Präzeptor. Eigentlich treffen wir jetzt auf meinen alten Mentor hier als untoter General. Türme.
gut an. Hier ist die Steuerung. Ich muss sie umkehren, die Verstärkung nachjustieren und den Kondensator anschließen. Haltet sie mir vom Leib. Wer hat bloß den Astralschaltkreis dieses Turms verbrochen? Die Abtei? Konstruierter Konfigurator, ahoi! Ich bin ja froh, wenn du glücklich und zufrieden bist. Dann kannst du jetzt kämpfen gegen kleiner Mann. So. Und wir suchen mal die Jungs am Tor. Galina ist da drin und versaut alles, wie immer. Wir sollten uns beeilen. Wir müssen sie befreien, wenn wir die Belagerungsmaschinen einsetzen wollen. Gut gemacht. Wir haben die Docks gesichert. Was ist mit dem Innenhof, Marschall? Das große Drachending erwischt uns, sobald wir reinstürmen. Wir müssen die Zinnen zurückerobern und die Belagerungswaffen aufstellen. Dann haben wir beim Räumen des Innenhofs Deckung aus der Luft. Da kann ich helfen. Abtei-Alchemisten haben spezielle Munition zur Schwächung solcher Champions geschaffen. Wir können das Monster zu Boden zwingen. Sobald es runterkommt, machen wir es tot. Vertraut auf den Stahl der Wachsamen. Gut, tot machen. Gute Strategie. Fresst meinen Staub! Zu töten steigt. Ach so.
Du Lachen. Der große Held, General. Komm, ich helfe dir mal auf. Ich fühle mich stark. Ah, da oben ist er. Ja, egal. Komm, wir helfen erstmal runter. Ich werde die Sache von hier aus koordinieren. Genau. Geht mit Willett und erobert die Belagerungspunkte zurück. Ja, ja. Der Seuchenbringer muss vernichtet werden. Ist schon gut. Bleib du mal hier hinten in Sicherheit, mein kleiner Freund. Lust zu töten steigt! Die Kanone läuft nicht ohne dich. Stark geschützt. Nicht falsche Götter. Also, lasst uns diese Kanone abfeuern. Ja, die ist in einem echt beschissenen Zustand, aber viel Spaß. Scharfschützenposition gesichert. Thank you.
Schuss. Ich fühle mich stark. Ja, steh auf, alter Mann. Das ist mehr nach meinem Geschmack. Sagt Trahan, dass wir bereit für den Drachen-Champion sind. Lust zu töten steigt! Auf dem Boden. Warum bin ich mal nicht an der Front Pensal? Ich fühle mich stark. Sichern entladen.